Danke, Katrin, für die Nominierung zum Ice Bucket Challenge. Ich nehme die Herausforderung an und habe mir dafür heute große Unterstützung hier in Jena mit Science City an die Seite geholt. Ich will natürlich spenden, zum einen in Jena für die ALS-Notfallambulanz am Uniklinikum, zum anderen dafür, dass Science City sich weiter so gut um den Nachwuchssport kümmern kann, damit es auch richtig gut wird. Unterstützung von den beiden Herren hier mit viel Eis. Auf geht's! Das Eis. That sounds cool. Okay. Ich nominiere heute hier vier Leute. Albrecht Schröter, der Oberbürgermeister von Jena, der sich dieser Herausforderung stellen muss. Ich nominiere Björn Harmsen, damit er eine gute Saison mit seinem Team hat. Ich nominiere Dani Striese von Antenne Thüringen, weil sie immer frische und gute News bei Antenne verbreitet. Und ich nominiere Dirk Adams, unsere Nummer 2, für die Liste für Bündnis 90 Die Grünen. Auf geht's!